Ladies and Gentlemen, willkommen zu Corekeeper, einem neuen Indie-Spiel, das gerade im Early Access vor ein paar Wochen erschienen ist und das sehr stark an Terraria, an Stardew Valley und ähnliche Spiele zumindest angeneigt ist. In Corekeeper spielen wir eine Person, die ja unter der Erde irgendwie diesen Kern, ich weiß nicht, ob wir sie beschützen müssen, aber um diesen Kern dreht sich's und prinzipiell wie bei Dungeon Keeper muss man halt das Unterreich sozusagen nach neuen Schätzen, nach neuen Ressourcen, nach Gefahren und sonstigem absuchen. Ich werde dieses Projekt jetzt anfangen. Ihr dürft gerne jederzeit in die Kommentare reinschreiben, wie ihr es findet und ob ihr Bock darauf habt. Generell Feedback ist ganz wichtig. Aber dieses Projekt ist ein bisschen besonders. Deswegen hier ein kleines Vorwort auch. Ich spiele es mit zwei Kumpels von mir, die ich privat kenne, und die zwei sind jetzt nicht die affinsten Zocker, also die sind jetzt keine Hardcore-Zocker, ich bin jetzt auch kein Hardcore-Zocker, aber ich spiele halt täglich nahezu Computerspiele, das ist bei denen nicht so. Deswegen ist der Einstieg ein bisschen langsamer, aber ich persönlich fand das ziemlich geil, also ich fand es gut, dass sie einerseits sich darauf eingelassen haben und andererseits auch, ich würde mal behaupten, Spaß dran gefunden haben, mit ein bisschen Übung sozusagen. Deswegen entschuldigt, wenn es ein bisschen langsam am Anfang vorangeht, anstatt vielleicht andere Let's Player, die gleich hier im zweiten Part hier gleich das Spiel durchhaben und so. Nee, das ist ganz chillig und so und ich hoffe, es gefällt euch auch so. Wir schauen uns, bevor wir direkt in den Cut reinspringen, wo es mit uns dreien dann weitergeht, schauen wir uns ganz kurz mal die Settings jetzt im Early Access an. Ist gerade Version 0.3 irgendwas, glaube ich. Stand das nicht gerade irgendwo? Es steht im Spiel. Ah, da, 0.3.2. Also noch sehr früh. Es wird noch einiges geben, aber das Spiel ist schon in einem guten Zustand. Wenn wir Start Game, haben wir hier Wuji World. Ich mache mal eine neue Welt, damit wir es einfach von vor Anfang an sehen. Es gibt auch ein kleines Intro, was die Geschichte erzählt. Das werden wir uns auch gemeinsam anschauen. Und danach, nach diesem Intro, starten wir direkt in das richtige Spiel. Mit den anderen beiden. So, man kann hier einfach zur Anschaulichkeit ein Icon auswählen. Ist jetzt nicht wichtig. Mittlerweile weiß ich, was die Symbole bedeuten. Zumindest einige. Nehmen wir die Bombe. So, Test. Welt. Ganz klassisch. Ich habe schon einen Charakter. Schaut da nicht hin, dass ihr euch nicht spoilern lässt. Sieht man sowieso nichts. Man kann normalerweise bei einem Charakter Standard oder Hardcore auswählen. Also wenn ihr eine Challenge haben wollt und nie sterben, dann wählt Hardcore. Ansonsten bei Standard. Bei Standard verliert man nicht das, was man in der Werkzeugleiste hat, nenne ich es mal so, sondern nur alles, was man im Inventar hat und respawnt halt in der Base, beim Core wieder. Prinzipiell Standard ist vollkommen okay. Und dann hat man ein kleines Charaktererstellungsmenü. Man kann hier den Body hoch oder runter setzen, so fühlt sich's an. Skin, Hautfarbe prinzipiell, Haarfrisuren gibt es einige zur Auswahl. Auch bei der Farbe gibt es einige zur Auswahl, also ganz cool. Auch die Augen. Shirtfarben. Also, das erinnert mich stark an Stardew Valley tatsächlich. Da war es ähnlich von den Einstellungen her. Und beim Background kann man prinzipiell, ähnlich wie bei so Pen and Paper Rollenspielen oder generell bei Rollenspielen, kann man so ein bisschen Starting Perks geben. Weil man levelt auch mit der Nutzung von Skills. Also, wenn man Wände einschlägt, um zu minen zum Beispiel, levelt man mit der Zeit einen Mining-Skill und kann dann auch irgendwie da Punkte investieren, um noch besser, effizienter oder sonstiges zu werden. Man kriegt sogar auch eine Kupfer-Pickaxe schon mal, Spitzhacke, und ein bisschen Essen. Ein anderer, der Fighter, der kriegt gleich mal ein Schwert und ist dann auch natürlich im Nahkampf besser ausgerüstet, besser ausgestattet, so in etwa. Ich tatsächlich, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ich habe den Chef gewählt, den Koch. Der ist besser im Cooking Skill. Umso höher der Cooking Skill ist, umso höher ist die Chance, dass beim Kochen mehr gekocht, also mehr Essen rausspringt. Also, dass mal zwei anstatt ein gekochte Nahrung rauskommt. Ist besonders am Anfang ziemlich nützlich. Später hat man sowieso alles zur Masse. Also, eigentlich ist das irrelevant. Es ist interessant, dass man da was bekommt, aber es ist sehr schnell weg. Also ihr könnt auch generell Nomade machen, was sozusagen der ist, der nichts kann. Gardner ist einer von uns und Fighter ist ein anderer von uns. Dann wisst ihr auch schon mal, wer es ist.
Genau, und wenn ihr keinen Bock habt, euch zu entscheiden oder euch nicht entscheiden könnt, nehmt einen Nomaden. Fuji-Tester. Ich bin sehr unkreativ mit Namen, das wisst ihr schon. So, aber jetzt zum Intro. In a place far away from anywhere else, you are part of a group of explorers making your way through the forest. Feeling a strange presence, you notice something between the trees. Drawn to it, you approach the strange relic and raise a hand towards it. Upon touching its surface, a blinding light engulfs you. Und dann startet das Spiel. So, ganz kurz noch zur, wie man das Spiel so spielt. Generell, wir haben hier unseren Kern. Der ist verwuchert. Wir können schlagen am Anfang. Ich kann zum Beispiel die Ranken kaputt machen, kriege ich Holz. Mit Holz zum Beispiel könnte ich dann ein paar simple Sachen craften. Hier zum Beispiel Basic Workbench oder Fackeln. Mit Fackeln können wir schon ein bisschen was sehen. Hier haben wir ein Menü bzw. Equipment-Menü, wo man Sachen equippen kann. Also man kann Rüstungen machen, man kann später eine Laterne oder ein Schild dann die zwei Offhand nehmen. Einen Rucksack, um mehr Space zu haben. Ringe und Amulette habe ich tatsächlich noch nicht gefunden bisher. Gut, wir haben so eine Übersicht. Und hier die Skills. Wenn ich jetzt meine, steigt das da und alle fünf Skills kriege ich einen extra Skillpunkt, wenn ich dann da draufklicke. Kann ich hier diesen in etwas, in so einen Skilltree weiter investieren. Was prinzipiell, ja, verschiedenst nützliche Sachen hat. Wie zum Beispiel, aber mein Cooking zum Beispiel, wo ich ja der Präferierte bin, da habe ich dann später hier zum Beispiel eine Damage-Aura. Das finde ich cool. Also ich habe da eine Aura, die allen um mich herum mehr Damage gibt. Das ist gut, wenn man zusammenspielt auf jeden Fall. Oder halt, ja, 5% Food from Extra guckt. Weil wir haben eine Leiste Leben und Essen. Leben ist klar. Wenn Gegner einen schlagen, verliert man Leben. Und Essen, wenn wir stehen bleiben, verlieren wir kein Essen. Das habe ich schon festgestellt. Aber wenn wir uns bewegen und Sachen machen, dann geht diese Leiste runter. Mit der Zeit brauchen wir wieder was. Genau, jetzt haben wir 69. 69 ist eine gute Zahl. Prinzipiell. So. Fackel, wenn ich in die Hand nehme, sehe ich auch deutlich mehr. Also ihr seht, hier sind noch ein paar andere Sachen. Die werden wir gemeinsam gleich erkunden. Zu dritt. Hier gibt es zum Beispiel Pilze, die werden als Nahrung benötigt. Genau. Wir haben eine Map, die wird mit der Zeit persönlich aufgedeckt. Heißt, wenn einer von den anderen was entdeckt, das sehe ich nicht. Wir sehen immer bloß das, was wir selbst auch abgelaufen haben, prinzipiell auf der Map. Und ja. Ich glaube, das als Crashkurs für dieses Spiel ist ausreichend. Was genau das Ziel oder wie weit das Spiel geht, das werden wir hoffentlich alles gemeinsam erfahren. Also, wie schon erwähnt, denkt daran, schreibt in die Kommentare, wie ihr es findet, ob ihr Bock darauf habt, mehr davon zu sehen. Wir haben eine erste Session aufgenommen und ihr entscheidet allein, ob es mehr davon gibt. In dem Sinne, viel Spaß und los Gates. Ladies and Gentlemen, willkommen zu Corekeeper, einem neuen leckeren Indie-Spielchen, das in einer Gruppe gemeinsam mit BCR Doc und Azemarie bestritten wird. In Corekeeper werden wir den dunklen Untergrund erkunden. Das wird bestimmt geil. Hallo, ihr beiden. Lasst Hallo. Die Spiele beginnen. So, wir haben alle keine Ahnung, worum es hier geht. Deswegen wird's geil. So, korrekt. Ich mach erstmal. Wuji sagte, es werde Licht und es wurde Licht. So, geil. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Also, wir können hier Sachen zerschlagen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Machen wir erstmal dieses ganze Holzzeug hier weg. Aus Holz kann man Fackeln craften. Oh,
Aus 8 Holz. Ich mach mal hier eine Werkbank hier mal hin. Ich stell die mal hier einfach mal hin. Nein, das war das Falsche. Okay. Hier unten rechts von unserem Chor habe ich mal eine Werkbank hingestellt. Wenn man jetzt hier ist, wie funktioniert die? Muss ich jetzt... Nein, das nicht. Wie mache ich mir so eine Fackel? Tabulator drücken und dann einfach oben links bei Crafting auf diese drei Fackeln draufklicken. Ah ja. Wenn du Holz hast, produzierst du automatisch eine Fackel. Also halt drei Fackeln. Ah ja. Und dann ist sie da unten in der Leiste drin und da musst du einfach auswählen und dann kannst du sie irgendwo platzieren. Moment, da liegen jetzt drei Fackeln. Ah, okay. Wieder eingesammelt. Was haben wir hier? Was ist das? Also, ich habe hier unten, kommt mal unten rechts hin. Kommt mal hier unten rechts hin, wo ich bin. Hier, hallo, da. Ja. Da habe ich jetzt so einen Tisch hingestellt, so eine Craftbank. Wenn ihr da hin in die Nähe hingeht und E drückt, habt ihr neue Möglichkeiten, was zu bauen. Und man, wenn man drüber geht mit der Maus, sieht man auch, was man dazu braucht. Also Kupfersachen, Dirt Wall für ein Furnace, also für einen Schmelzofen. Also, ja, da gibt es ein paar so was. Eine Kiste? Oh, Kiste. Evan, du hast doch gerade, oder ihr habt doch gerade das ganze Holz abgebaut. Könnt ihr mal eine Kiste machen, so eine grüne Kiste? Ja, da sehe ich doch schon. Was, da? Ja, ich glaube, ich habe gerade eine gebaut, ja. Wie geht das? Genau, platziert die doch irgendwo mal. Auswählen und irgendwo mit Link. Ich glaube, da vorne kannst du es nicht, also da vor dem Chor kannst du es nicht hin tun. Ah, okay. Genau, da oben haben wir jetzt eine Kiste und wenn man da hingeht und E drückt, gehe ich mal. Jawohl, da haben wir dann einfach Platz für zum Beispiel. Hier, ich habe was von Evan. Root Seed. It roots in every direction. Ah, ja. Ja, okay. Da muss da war ja was drin. Wegen dran gewöhnen. Was ist denn das? Ja, der Root Seed, den habe ich gerade rein. Habe mir gedacht, das ist was für ein Evan als unseren Gärtner. Ich bin Koch und hier Atze-Marie Basti in Wirklichkeit ist der Fighter von uns, weil auch hier kann man kämpfen und hier. Was ist denn das? Basti, das ist hier was für dich da links. Wenn du da auf dieses Gebäude da links, wo ich davor stehe, E drückst, E ist irgendwie interagieren, dann siehst du Gorm the Devourer. Das hört sich brutal an. Da müssen wir anscheinend drei Splitter reintun und irgendwas passiert. In der Mitte ist. Hat eine von euch was zu essen? Ja, gut. Ich bin der Chefkoch. Ich stelle mal hier den Kochtopf hin. Dann schauen wir mal, was wir hier. So, ich kann hier einen Pilz reinsetzen und ich kann noch einen Pilz reinsetzen. Sehr gut. Und da passiert irgendwas. Ich denn hier Root Seed. Recipes, okay. Ich produziere mal was zu essen. Und ich habe eine Pilzsuppe gemacht, genau. Und die Pilzsuppe ist gleich weg. Dirk, dafür kriegst du hier, schau. Okay. Oh, nee. Essen kannst du anscheinend nur du als Koch machen. Nee. Ich kann es, glaube ich, nicht, oder? Theoretisch müsstest du das auch machen können. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sollte nur ich es rausnehmen, weil durch meinen Kochskill habe ich eine gewisse Chance, dass es doppeltes Essen rauskommt. Ja, aber wo macht man das Kochen? Das sehe ich hier gerade im Menü überhaupt nicht. Hier einfach im Kochtopf. Ach so. Du musst einfach da an den Kochtopf E drücken. Dann hast du das Kochmenü, drei Pilzsuppen sind gerade. Ein Tabulator. Da habe ich jetzt zweimal oben und unten einen Pilz reingemacht und das hat dann eine Pilzsuppe draus gemacht. Ziemlich simpel. Ja. Oh, schau dir an. Der Gärtner. In Action. Da wird jetzt was angepflanzt. Pass auf. Und jetzt wird gegossen. Amazing. So, jetzt brauchen wir was von Basti. Der muss kämpfen. Ja, ich gehe mal davon aus. Seht ihr das auch am Rand? Da glitzert was in der Dunkelheit. Ich glaube, wir müssen uns durch die Wände durchschlagen und mal erkunden gehen. Da will jemand nach unten. Warte mal, wer ist jetzt noch? Oh, wo kamen die? Da sind nochmal zwei Seeds. Die habe ich da, glaube ich, hingeschmissen. Gibt sie halt im Effern. Der kann sie gebrauchen. BCR-Doc ist auch Effern. Ich neige eher dazu, den Namen zu sagen. Ja, wir können ja die Sachen immer da in die Kiste legen. Tatsächlich würde ich sogar empfehlen, eine Kiste würde ich zu deiner Farm hinstellen direkt, damit wir gleich die deklarieren, als da kommen Farmsachen rein.
Und die andere können wir Crafting-Materialien oder Baumaterialien reinstecken. Jetzt kann ich den Seed irgendwie nicht mehr ablegen. Keine Ahnung. Wie legt man Sachen ab? Das ist eine gute Frage. Moment. Mit rechts ging's die ganze Zeit, mit dem Seed geht's anscheinend nicht. Nee, mit rechts liegt, kann ich was platzieren. Ja, genau, mit rechts habe ich jetzt beispielsweise diese Fackel da aufgebaut. Schauen wir noch schnell in die Settings. Controls. Use Item, Close, bla bla bla. Equip Slot, Toggle Inventor, map. Interactive, Open Chat, Swap Torch, Temporary, okay, Toggle Spectrum. Sort Inventory, das ist wichtig. Space use often, move already existing to storage. Aha. Root seed. Pick up, drop, left control. Ach so, jetzt habe ich es. Okay, mit Tabulator öffnen und dann auswählen, dann liegt es hier jetzt komisch rum. Wenn jetzt der FMK jetzt theoretisch aufsammeln, glaube ich. Habe ich gemerkt, ja, genauso funktioniert. Man muss das mit Inventar komplett öffnen, dann kann man das machen. Genau, ja. Ja, dann pflanz mal an, Herr Gärtner. Oh, ich mache mir mal eine Pickaxe. Ich hatte jetzt tatsächlich, wenn ihr Tabulator drückt, dann könnt ihr ja auch, wenn ihr 4 Holz habt, könnt ihr euch eine Pickaxe machen. Und ich glaube, die Pickaxe ist brauchbar. So, Zeit zu minen. Evan, hast du schon was gefunden? Oh, da ist doch was, oder? Moment, man kann doch auch was in die Offhand reintun. Wie geht das jetzt? Wie geht das? Ah. Was ist das? Kann ich nicht irgendwie... Also ich würde gerne mit einer Fackel rumlaufen. Wir haben jetzt diese komische Picke da gemacht. Ja. Die liegt jetzt hier rum. Auf die musst du dann... Also mit Mausrad, wenn du das bewegst, gehst du durch deine ganzen Sachen in deiner Leiste durch. Und wenn du auf der Pickaxe bist, hast du ja halt equipped. Dann kannst du damit rumschlagen. Nicht so wie der Evan dort unten, der hier mit seinen Händen sich durchbuddelt. Oder wenn Angelspot hier. Oh, da kann ich doch diese Wände hier einschlagen. Ich mach mal Licht. Licht. Genau, jetzt können wir uns in alle Richtungen ausbreiten, prinzipiell. Der Evan versteckt sich. Sehr gut. Dort unten leuchtet was, sehe ich. Dirt Wall, New Item. Oh Gott, wo bin ich? Oh, ich sehe gerade das mit dem Essen. Ja, wir brauchen mehr Essen. Ich sehe Glühwürmchen. Wir brauchen Essen. Jetzt sehe ich nichts mehr. Na gut, einmal Essen habe ich. Okay. Das ist nicht viel. Haben wir jetzt Wasser? Nee. Oh, Pilze. Mehr Holz. Weg. Okay. Genau, du meinst, ich mach das Licht. Genau. Geh mal zu den Sachen, die leuchten, genau. Oder da drüben ist eine Paprika oder sowas. Wie läuft's von der Performance her bei dir, Basti? Einwandfrei, überhaupt nichts. Keine Ahnung, was da. Bomb. Was die bei Steam wieder geraucht haben mit ihren Hardware-Anforderungen. Na gut, das. Das hat Gameboy-Voraussetzungen wahrscheinlich. Ja, ich glaub's auch. Das kann ja wohl kaum irgendwelche Großgrafikkarte beanspruchen. Komm mit drauf! Komm, wir müssen durch! Oh, wir sind Durchbruch! Gegner! Ja. Gegner! Achtung, die machen gut Damage, glaube ich. Hilfe. Habe ich irgendwelche Waffen außer die Axt, die Picke? Nee, wahrscheinlich noch nicht. Oh je. Wow. Jawohl, das Schleim erbeutet. Der erste Gegner ist am Boden. Da ist noch mehr. Oh, nein, ich bin tot. Das ging schnell. Der Basti ist tot. Aber du spawnst wahrscheinlich gleich wieder. Oh. So. Gut, dass hier Holz ist, denn ich brauche unbedingt neue Fackeln. Dein Grabstein liegt übrigens hier. Nur so.
Da sind mehr Pilze. Ich will die Pilze. Ich muss Essen machen. Ich doch jetzt gleich mal schauen, aber man kann echt nichts anderes als diese Picke verwenden. Ich meine, ich könnte mir noch eine Schaufel machen, aber die wird Hit wahrscheinlich kaum. Hit and run. Hit and run. Sehr gut. Ne, die Picke, das funktioniert. Aber die Picke geht auch irgendwann kaputt. Ja, ja. Oh, was ist da? Das leuchtet. Hatte ich mir eine zweite Crushed wahrscheinlich schon. Kupfer. Was war das? Da hat gerade die Erde gebebt. Das ist strange. Man sieht hier halt kaum was. So, erstmal in allen Richtungen erkunden und einfach schauen, was es hier gibt. Oh, da leuchtet viel. Hm, da will ich hin. Ah ja, ich verstehe. Aber ich dachte, irgendwas mit Offhand gibt's. Ich dachte, man kann hier eine Fackel vielleicht in die andere Hand nehmen. Gehe ich doch jetzt einfach mal in die Richtung hier. Was ist das, Marcel? Das. Ah ja, okay, interessant. Ah ja. Kann ich irgendwie... Hm. Offhand-Slot. Ist es der Offhand-Slot? Aber eine Fackel geht da nicht rein. Sammle ich ihn die ganze Zeit auf? Ach so, ja. Dirt Wall. Dirt Wall. Ja. Erze. Erze. Die glitzernden Sachen sind Erze. Mining gelevelt. Stimmt, in diesem Spiel kann man nebenbei leveln. Wenn man auf Tabulator drückt, kann man oben rechts bei seinem Inventar sozusagen auf diesen Stern klicken und dann hat man Skills. Und die machen einen mit der Zeit immer besser. Oh, und wenn man auf so einen Skill draufklickt, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, dann kann man auch nochmal extra Skills machen, die noch irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben. Aber wann man da einen Punkt bekommt, weiß ich nicht. Basti, ich dachte, du kommst wieder zurück. Oh, ja, ja, ich Jetzt habe ich ein New Talent für... Nein, das war das Falsche. Ich sollte vielleicht mal wieder zu dir, ja. Na, muss nicht. Aber, ich hack mich hier gerade wahllos durch die Gegend. Das ist gut so. Wir müssen erkunden. Aber ihr müsst auch Licht machen. Weil ich blick hier sonst nicht durch. Und du siehst doch auch nichts, oder? Ich sehe bloß Augen in der Dunkelheit. Nee. Warte, ich komme zu dir. So, Small Lantern müsste ich ja eigentlich auch irgendwie benutzen können. Vielleicht ist die. Vielleicht ist die für rechts, also wenn du dein Inventar öffnest, hast du rechts da so Inventar-Slot-Symbole und da ist so ein Handsymbol unten links von deinem Charakterbild. Da steht Offhand-Slot drin. Vielleicht ist das die Lampe für Offhand, dass du sozusagen mit Licht laufen kannst. Ja. Ist das in diesem Tabulator? Ja. Tabulator oben rechts ist für mich da, wo Rüstung, Hose und, ah, ja, okay. Und unten links. Jetzt hast du, glaube ich, abgelegt. Ja. Ich snack sie mir einfach mal und schau selbst. Hast du sie jetzt genommen? Ja, ich hab sie genommen. Eiskalt. Jawohl, eiskalt. Super. Small Lantern. Also, ja, das taugt. Das ist genau das, was ich beschrieben habe. Ich gebe sie dir wieder. Da liegt sie wieder. Wenn du da reintust, dann kannst du deine Pickaxe ausrüsten und hast trotzdem ein bisschen Licht. Okay. Sehe ich das gerade? Du musst die Small Lantern in den Offhand-Slot legen. Achso. Reinziehen. Ah. bei Skills? Nee. Drunter. Drunter hast du doch die ganzen, bei Character, nicht bei Skills. Also links daneben ist ja dieses Kopf. Moment. Ach, das sind die, diese leeren Kästen sind alles Offhand. Das ist alles Inventar, also da kannst du dich halt equippen. Okay, das funktioniert mir noch nicht. Wer hast das gemacht? Hast du die in einen dieser leeren Kästen reingelegt? Ja, genau. Unten links ist so ein Handsymbol, wo Offhand-Slot, wenn man drüber geht, unten steht. Und da habe ich es einfach reingelegt und da ging's. Offhand-Slot? Mhm. Wo soll der sein? Du bist jetzt gerade beim Charakter drin. Du siehst dich selbst. Du siehst oben links zum Beispiel so ein Helmsymbol, Rüstungssymbol, Hosensymbol. Oh, ich glaube, ich habe die Laterne in den Mülleimer gelegt. Jetzt ist sie weg. Oh.
Der Mülleimer ist aber sehr weit weg davon. Hätte ich jetzt nicht machen sollen. Nein, du hast sie bloß du hast sie bloß abgelegt. Sie liegt wieder links von dir. Ah ja. Du hast aber immer noch nicht. So, also wir waren jetzt beim Helmsymbol. Ah, jetzt, oder? Die Hand. Ach so, bei diesem komischen in diesem Gesichtsmenü. Ah ja. Gesichtsmenü, genau. Ja. Das ist dein ganz. Also du kannst anscheinend später einen Helm, eine Rüstung, eine Hose und sonstiges noch anziehen. Und die Hand, genau, jetzt kannst du rumlaufen, mit der Pickaxe wieder auswählen und ja, siehst was. Das ist doch nicht schlecht. Jetzt will ich auch sowas. Wo kann man sowas craften? Evan, wie geht's dir? Du bist so ruhig. Small naja, Lantern, glaub, ich, Copperbar und Slime braucht man dafür. Ich glaube, ich bin am Verhungern. Und ich weiß nicht genau, wann das da fertig ist. Hier kriegst Suppe. Ich habe dir Suppe hingelegt. Ach ja, eine Suppe. Ach, man kann auch verhungern. Ja, wo das? Oben links hast du eine rote Leiste für dein Leben und eine orangene fürs Essen. Ich verstehe. Und Dirk, ich habe was für dich. Ich lege das mal in die rote Kiste. Die Kiste ja, ich mix mal jetzt eine Bombpepper mit Mushroom. Und da kommt irgendwas Geiles raus, hoffe ich. Ich habe Kupfer gefunden. Sehr gut, können wir gebrauchen. Mushy Pepper Wrap. Hört sich geil an. Habe ich Bock drauf. So. Dann sollte ich vielleicht auch mal was essen, aber ich habe noch irgendwie relativ viel. Wie funktioniert das? Aber vielleicht sollte ich das mal machen, damit ich sehe, wie das funktioniert. Wie kann ich einfach. Achso. Komisch. Ja, ich gehe mal zum Kochtopf. So, du hast was in die Kiste für mich. Ah ja, sehr gut. Oh, was ist das? Glow Toolpit. Plus 1 Food can be cooked. Mhm, sehr gut. Das wird auch gleich gekocht. So, Evan, nimm dir ruhig die Suppe raus. Wobei, ich glaube, ich muss sie raus. Na egal, zu spät. So, machen wir davon. Habt jemand Pilze von euch gesammelt? Weil die kann ich in Suppe umwandeln. Oder andere Sachen. Was habt ihr da gerade reingelegt? Bombenpfeffer? Genau, Bombenpfeffer und Pilz oben hatte ich. Paprika, ja. genau. Oh, da wächst schon oben was. Der Evan hat Pfeffer gepflanzt, oder wie? Das eine ist Pfeffer. Sehr gut. Aber was das links da ist, weiß ich nicht ganz. Ah, das links sieht nach Pfeffer aus. Ah, ne, ja, stimmt, das da ist Pfeffer. Das da ist... Und dort unten das Holz, das wächst auch langsam, wie es scheint. Das ist Holz? Das sind aber alles eure Sachen, die da jetzt kochen, oder? Es kocht gerade nichts. Kann ich mit diesem Topf überhaupt interagieren? Ah, ja. Wenn du E drückst, dann kommst du in das Menü. Ja, von. Genau. Und wenn du oben einen Pilz reinlegst, dann müsstest du anfangen zu kochen. So, also, ich brauche Schleime. Ich brauche Kupfer. Weil ich möchte auch mir so eine kleine Lampe machen. Das ist jetzt mein nächstes Ziel. Ich gehe jetzt mal raus. Dort oben waren Schleime. Evan, hast du schon Gegner getroffen? Noch nicht. Dann komm mal mit. Komm mal mit nach oben rechts. Wo bist du gerade? Oh, da ist irgendwas. Wo bist du? Ah, da unten bist du. Weiß nicht, was das ist, aber es bewegt sich. Okay. Also scheinbar habe ich nur so eine Paprika, die bringt mir allerdings überhaupt nichts. Ja, das sind Schleime. Und viele Pilze. Die Pilze sind das wert. Wenn du die haust, dann greifen sie zurück an, also ausweichen. Aber den Schleim brauchen wir, um selbst uns Lampen zu machen. Wo habt ihr diese ganzen Fresszutaten eingesammelt? Mit mir bei den Schleim warst, da waren laute Pilze am Boden. Die habe ich eingesammelt. Echt? Okay. Boah, hier sind jede Menge Pilze. Wir sind jetzt gerade. Komm mal mit nach unten. Wir sind nach unten gegangen. Da überhaupt nichts. Auf der Minikarte oben rechts siehst du ungefähr, wo wir sind. Also ich bin der grüne Punkt und der Evan ist der rote Punkt. Okay. Dann findest du nach unten genau. Dann siehst du da. Ich bekämpfe jetzt ein bisschen die Schleime. Ich brauche nämlich Schleime. Fünf Schleimexkrement. Aua.
5 Schleime und ein bisschen. Das ist was anderes. I should eat something. Vielleicht später. Warum muss ich hier kämpfen? Ich bin nicht der Kämpfer, ich bin der Koch. Ich will alles verkochen hier. Oh, da ist ein Schleim mit Spikes. Oh, der greift sogar an. Oh. Immer hitten und hit and run. Hit and run. Was hat er gedroppt? I'm quite hungry, blöd. Ach, verdammt. Wenn man am Verhungern ist, dann kriegt man Schaden. Okay. Nicht Schaden. Oh. Dann ist man geschwächt. Oh, jetzt geht doch mein Essen langsam zurück und ich habe irgendwie überhaupt nichts zum Kochen. Hier, ich werf dir was hin. Hier ist eine Suppe. Ja. Das ist sozusagen wahrscheinlich das Basic-Essen aus Pilzen. Ich gehe mal wieder zurück und hab einige Pilze, die packe ich mal in den Kochtopf. Ja, was habe ich noch gefunden? Ach so, ich habe ja, genau, vom Evan habe ich ja diese wunderbare Tulpe. Die wird doch gleich mal mit einem Pilz zermatscht und schauen wir mal, was draus wird. Irgendwas Neues auf jeden Fall? Ah, ich habe neue Pepper Seeds. Muss man das extra essen, das Zeug, oder reicht es, wenn man es aufnimmt? Nee, du musst es essen. Was ist das? Mushy Tulpe Salad Glowford. Oh, lustig. Und wie? Indem du es auswählst in deiner Leiste. Also du hast es dann in der Leiste drin und dann... Unten in der Leiste? Genau, in dieser waagerechten Leiste. Irgendwie nicht. Ja, man muss das hier noch irgendwie ändern. Die sind fertig. Genau, hast du die Samen eingesammelt? Ja, scheinbar. Jetzt, okay. Oh, was ist denn das? Heartberry. Wandle ich gleich mal alles um. Okay, nix. Ich brauche einen neuen Kochtopf, wie es so aussieht. Genau, und dann lege ich mal das Essen, was ich gemacht habe, hier rein zum Ausgleich. Also ich lege das mal, das Essen lege ich unten hin, dann haben wir sozusagen immer da in der Truhe auch was zu essen. Kann sich jeder raussnacken, wenn er was braucht. So, die Heartberry mache ich mal mit einem Pilz zusammen. Mal schauen, was da passiert. Das reizt mich schon. Das reizt mich. Ein Mushy Berry Pudding. Oh, maximales Leben-Buff. Mhm. Ist da was zu essen da? In der Kiste. Hättest du gerade meinen Erzählungen zugehört, dann wüsstest du, dass da was drin ist. Das check ich noch nicht ganz, aber gut. Bin schon wieder gestorben. Ups, ich habe Paprika roh gegessen. Ja, auswählen und rechtsklicken, dann isst man was. Ja, genau. So, Pudding lege ich mal lieber ab. Die muss ich jetzt nicht verarbeiten. Dirt Wall, was machen wir mit Dirt Wall? Ach ja, genau. Mein Ziel war es, ich will an der Craft Bank und da eine Small Lantern. Copper Bar brauche ich. Dazu muss ich wahrscheinlich erst ein Furnace. Hat jemand 20 Dirt Wall von euch? Wenn nicht, muss ich noch ein paar Wände einschlagen. Moment, ja, Dirt Wall habe ich Unmengen. Dann komm mal zurück Moment. Und dann craften das doch ist mal. Alles rechts da in der Kiste. Ja, so, soll ich das, Nee, nicht hinbauen. Aber es ist gut zu wissen, dass wir Dirt Walls wieder hinbauen können. Nee, klick mal rechts mit E bei diesem Table. Und mach mal so ein Furnace, glaube ich, war's. Und stell den irgendwo hin. Den könnten wir gut gebrauchen. Dann können wir. Ach, da steht schon einer. Los. Hab schon einen gemacht. Okay, dann... War das offen, ja. Kupfer! Wenn ihr Kupferohr habt, hier ist der Furnace da. Da. Jetzt hast du die Bank abgebaut. hier ist die Bank bitte wieder hinstellen. Dazu musst du sie in die Leiste ziehen, auswählen und dann einfach irgendwo wieder platzieren. Genau. Jawohl. Und hier, hier rechts, wo ich stehe, da ist der Furnace. Da habe ich jetzt Kupfer rein und... Oh, ja, okay. 20, Geil. So, Moment. Jetzt kann ich...
Salvage and Repair Station. Scrap tools and equipment you don't need or refurbished broken ones. So weit sind wir noch nicht. Ich muss noch nichts neu machen. Aber, oh. Ich könnte mir jetzt auch eine Gießkanne bauen. Nee, ich will eine Small Lantern. Sehr geil. Juhu! Ich habe jetzt auch Licht. Okay. Ich mache mir mal was aus Kupfer. Genau. Experimentiert ruhig. Das Spiel lebt davon, dass man einfach ausprobiert. So, ich will mal durch. Zeit zum Minen. New Item Turf Wall, okay. Running, okay. So, jetzt habe ich mir einen Kupferbarren gemacht. Gut. Schleime töten. Klappt. Easy. Mit was machst du das? Immer noch mit der Picke oder was? Ja, immer noch mit der Picke. Ich hau den Schleim zweimal und dann gehe ich kurz zur Seite, weil dann greift er mich an, dann schlage ich ihn zweimal, gehe zur Seite und so weiter und so fort. Bis er tot ist. Ah ja, da bist du. Klappt eigentlich ganz gut. Muss man bloß immer drauf achten, die Schleime sind anscheinend passiv, bis man sie haut. Oh. Ja, verdammt, ich sterbe schon wieder. Kaputt. Ah, shit. Jetzt hätte ich dir gerade zeigen können, da war nämlich gerade ein Pilz, den habe ich auch aufgesammelt. Da leuchtet was. Leuchten. Leuchten heißt Kupfer wahrscheinlich in der Gegend. Umso weiter wir vorstoßen, umso besseres, selteneres Material finden wir. Genau. Jetzt, wer kommt denn da durch in der Dunkelheit? Eva, du musst dir auch unbedingt eine Lampe machen. Damit du hier mit Licht rumlaufen kannst. Ah, okay. Hast du zufällig ein paar Schleime gekillt? Nee. Dann komm mal mit. Da hab ich nix. Dann komm mal mit, dann suchen wir ein paar Schleime und dann bekämpfen wir mal welche dann. Weil du brauchst. Du kannst ja hier in die Schmelze schon mal dein Kupfer reintun. Davon hast du bestimmt welches. Dann wird da automatisch schon Kupferbarren gemacht, weil das brauchst du für die Lampe, laut dem Crafting Table. Und jetzt brauchst du noch ein paar Schleime. Heartberry. Sehr gut, einsammeln. Einsammeln und in die Essenskiste. I'm quite hungry. Oh, ich brauche erstmal was zu essen. Sorry. Essenskiste muss ich zurücklaufen, ne? Ja, du musst aber nicht sofort zurücklaufen, theoretisch. Also, hat Zeit. Keine Eile, keine Eile. Essen ist auf jeden Fall einiges da. Habe ich ein paar Pilze? Einen Pilz habe ich bloß. Ich habe einen neuen Seed, den lege ich dir mal rein, Evan. Was haben wir denn noch? Pilze. Pilz hier rein. Slime kann man nicht craften, okay. Akzeptiere ich. Meine Pickaxe geht bald kaputt. Ups. So. Braucht man diese Leuchttulpen da für die Lampe? Nee, die kann man auch zu essen machen. Oh, der Evan. Ah. Evan, erzähl, rede mit uns. Was hast du vor? Das sieht nach einer Strategie aus. Holz. Ah, du willst die Holzpflanzen jetzt wenig weiter voneinander entfernt machen. Das breitet sich da immer so aus. Genau. Deswegen war es nicht so klug, sie alle aneinander zu machen. Ah, du kriegst den Seed wieder, das ist cool. Kannst einen Holztumor hier anpflanzen. Basti, links neben dir in der Kiste wäre was zu essen, falls du brauchst. Probier gerade irgendwie. Du musst unten auch theoretisch was reintun, dann geht da was. Also wenn du einen Pilz zum Beispiel hast oder so. In der Kiste wäre auch was, dann kannst du es mal ausprobieren. Ah, jetzt hat. Weiß nicht, was dabei rauskommt. Ja, etwas, was wir noch nicht kennen. Mhm. Du entdeckst gerade ein neues Rezept und es ist ein Glowing Berry Pudding. Hat einen. Interessant. Dadurch leuchtest du eine Weile mehr und hast mehr Leben und alles.
Ist auf jeden Fall kein schlechtes Item. Aber warum legst du es immer ab? Das finde ich ein komisch. Ist eine gute Frage. Wie nehme ich das wieder auf? Geh wegen weiter weg und geh wieder hinzu. Dann nimmst du es normalerweise automatisch. Ja. Ich glaube, jetzt hat es der Eva geklaut, oder? Ach nee, das war ich. Passt. So, Marte, du hattest zwei von diesen Blumen. Dann machen wir mal zwei von diesen Blumen. Was passiert da? Kommt auch was Neues raus? Ah, das finde ich cool, dass da rechts die Rezepte alle sozusagen gemerkt werden. Ein Glowing Tulpit Salat. Oh, der ist nicht so gut. Wobei, plus 4 Glow vor 2 Minuten. Okay. Aber essenstechnisch ist der underwhelming. Soll ich das mal fressen hier? 25 Mark Sons. Ach, warum nicht? Hardberry Seed. Wobei, jetzt möchte ich auch mal was anpflanzen. Nicht nur der Äffern. Mach mir hier ein Hardberry Seed rein. Ich leuchte. Du leuchtest ganz gut.